Hallo. Wer Instagram und Facebook verfolgt hat, der wird ja wissen, ich bin wieder auf Reisen. Ich habe das diesmal nicht bei YouTube annonciert, aus dem einfachen Grunde, weil War Spirit soll ein Kanal sein, wo es um dich geht, Lebensoptimieren und ja, und entsprechend mache ich vielleicht mal einen Vlog, mache ich vielleicht mal so was Persönliches, aber mit Hinblick auf Inspiration und Information. Und eher nicht. Zumindest jetzt erstmal. Gerade weil ich Warsamo als zweiten Kanal auch etablieren möchte, möchte ich da auf diesem Kanal da ein bisschen was dazu sagen. Ich bin losgefahren mit meinem Auto und möchte einfach Land und Leute kennenlernen hier in Deutschland. Ich finde Winter eine wunderschöne Jahreszeit. Ich gehe ja nach wie vor baden. Es ist schön im Regen draußen zu spazieren, in der Kälte, die Füße, bin ja immer noch barfuß unterwegs, die Füße und die Kälte sich vereinen zu sehen und den Boden zu spüren, das ist einfach alles total schön. Und ich werde auch ein paar Leute besuchen. Ich bin jetzt zurzeit, jetzt aktuell gerade in Nijmegen, das ist in Holland, bin hier aufgenommen worden von einer lieben Familie und ja, ich fühle mich total wohl. Bin auch jetzt erstmalig wieder, ja, doch kann man schon sagen, seit über einer Woche in einer Wohnung mit Heizung hier hinter mir. Vorher habe ich entweder draußen geschlafen, im Auto geschlafen, in einem Bauwagen habe ich geschlafen, in einer Gartenhütte, was mehr oder weniger draußen war, weil es da durchgezogen hat. Ja, und ich habe aber einen Schlafsack, der die größte Kälte abhält und nur das Gesicht ist halt relativ kühl draußen. Ja, und jetzt wieder komfortabel und entsprechend auch ja das Bedürfnis in aller Ruhe euch ja nackt wie ich lange leider nicht sein könnte, weil nackt draußen das nein, das ist noch da ein bisschen zu kalt, aber hier in der warmen Wohnung ist sehr angenehm da zu reden und deswegen auch das Video. Warum mache ich das? Ich möchte einfach eine Erfahrung sammeln auf der einen Seite, zum anderen das impliziert natürlich auch Menschen wieder neu kennenlernen. Das heißt, wenn ihr irgendwo, wenn ihr mich auf Facebook und Instagram verfolgt, ihr seht ja meist gerade, wo ich bin. Wenn ihr dann in der Nähe seid, schreibt mich einfach an: Hey, hast du Bock, mal eine Nacht bei mir zu schlafen? Dann, ja, und ich bin dort in der Nähe, dann komme ich vielleicht gerne bei euch vorbei und wir tun einen schönen Abend miteinander verbringen und reden und vielleicht singen. Je nachdem, was ja, gerade so auf dem Herzen und auf der Seele brennt. Ja, und dann geht's weiter. Und für mich selber ist es so eine, neben der Erfahrung an sich, auch so ein, wieder so ein Ausbruch. Ich habe jetzt die letzten 1,5 Monate ganz intensiv an einem Buch geschrieben, weil ich das unbedingt dieses Jahr noch fertig kriegen wollte. Ich habe 3 Jahre lang an diesem Buch geschrieben und es musste einfach raus, weil der ein oder andere von euch, der jetzt so an Vorahnungen und Schicksal und sowas vielleicht glaubt, der wird jetzt vielleicht ein bisschen schockiert sein, aber ich wollte nicht, dass ich sterbe und dieses Buch nicht geschrieben habe, weil da eben alles drin ist, was ich so erlebt habe und was wichtig ist. Und deswegen habe ich 1,5 Monate wirklich da reingeballert und an Zeit. Und jetzt gilt es durchzuatmen und gerade diese Weihnachts- und Silvesterzeit irgendwo draußen in der Natur, fernab von Böllerei und ja, allem Möglichen zu verbringen, Lichtern und ja. Weihnachtsvideo habe ich ja schon gemacht. Ich finde es schön, wenn die Menschen sich achtsam begegnen und liebevoll begegnen. Ich finde es nicht schön, dass es nur zu Weihnachten ist. Kann man so oder so sehen. Ich möchte darüber jetzt auch nicht reden, sondern eher über meine Reise. Es dürfte heute ein Video released worden sein oder gestern, je nachdem, wann das Video online geht, wo ich in Kassel war, von dem Rainbow Crystal Land, vom Boba. Total schöne Erfahrung. Ja. An der Stelle auch Antje mal gegrüßt, Katrin gegrüßt, Chemi gegrüßt und hoffe, dass ich keinen meiner Hosts irgendwie vergessen habe. Ja, und ich bin gerade so sehr bei mir. Hin und wieder reise ich zusammen mit jemandem, wenn ich jemanden mitnehme. Ich werde auch Cecile auf der Reise treffen. Und ist einfach zur Zeit gerade sehr, sehr entspannt und ich fühle gerade, wie ich Klarheit gewinne in dem Punkte,
was mein Weg ist und was ich tue. Und dass das gerade bei Was Spirit, diese Kunstform, wie ich agiere und wie noch extrovertierter ich vor die Kamera trete, dass das gerade total mit mir resoniert. Einfach mal so bam, bam, bam. Ja. Und nicht so immer darauf bedacht, ruhig zu sein, seriös, ne? Sondern einfach fließen zu lassen. Und das ist ein großer Teil von mir, diese Energie, diese Positivität, auch wenn das quasi over the top ist, mir bewusst ist, nicht jeder kann die ganze Zeit so drauf sein, bin ich auch nicht. Aber in diesem Video möchte ich alles rausholen, um genau die Menschen zu inspirieren, die vielleicht ein bisschen under the top sind und genau diese Energie von mir dann erfahren können und spüren können. Und das fühlt sich total gut an und das spüre ich jetzt eben gerade auch auf meiner Reise, dass ich nochmal bestärkt werde, das weiterzumachen, unabhängig vom Outcome, unabhängig davon, wie es nur insgesamt ankommt, weil es kommt durchaus teilweise ja, zwiegespalten an. Aber ich gehe kompromisslos meinen Weg, kompromisslos. Mir ist es total egal mittlerweile, was daraus wird. Man muss dazu sagen, ich habe ja vor anderthalb Jahren war ich total glücklich, dass ich komplett von YouTube leben kann. Also ich verdiene ungefähr zwischen 800 und 1000 Euro im Monat und ich habe Fixkosten von ungefähr 700, 750 Euro. Kann also zwischen 50 Euro und 250 Euro vielleicht manchmal im Monat davon leben. Und danke nochmal immer an dieser Stelle auch an die Patreons, die halt monatlich, auch wenn es nur ein Euro ist, einfach an mich abdrücken. Viele realisieren gar nicht, was ein Euro für mich bedeutet. Ein Euro ist für mich ja, teilweise manchmal einen ganzen Tag Essen. Also siehe mein Bürokost für Low-Cost, ne? Also da bin ich sehr dankbar für jeden Euro, der monatlich, wo ihr sagt, hey, ich hab Bock, dich zu unterstützen. Ihr sollt mir nichts schenken. Also darum geht's nicht. Es geht darum, dass wir hier einen Energieaustausch haben. Dass ich meinem Leben dem widme, was ich tue, was Spirit, recherchiere, manchmal wirklich den ganzen Tag, also recherchiere, schneide, das Video drehe und so weiter. Und einfach das, um möglichst gebündelt die Informationen rauszubekommen, sodass ihr euch auf andere Sachen konzentrieren könnt. Dass alles, was eure Optimierung angeht, die Inspiration, dass das aus dem Kanal War Spirit kommt. Weil ich mache echt viel Content, so verglichen, auch so komprimiert. Manchmal sind das so komplette Bücher, die in einem Video quasi für euch zusammengefasst sind, wo ich halt das Wissen raus habe, weil das Wissen kommt natürlich nicht aus mir, das kommt aus Büchern, das kommt aus, ja, wenn es Wissens, also wenn es Studien referiert, natürlich auch aus Studien und so weiter. Und die müssen natürlich gelesen werden und die müssen durchgearbeitet werden. Und ja, und das ist halt so, und da freue ich mich halt total, wenn dann was zurückkommt. Und da freue ich mich natürlich auch, um den roten Faden nicht zu verlieren, dass vor anderthalb Jahren nicht davon, seit anderthalb Jahren davon leben kann komplett. Und bin da sehr dankbar. Und natürlich ist da die Gefahr da, dass man dann, wenn man ein solch tolles Leben hat, einen solch tollen Beruf hat, dass man dann daran anhaftet und anhängt. Und da könnt ihr euch an die Zeit erinnern, wo ich meinen Namen geändert habe. An die Zeit, wo ich dann meine Haare abgeschnitten habe. All das ist für mich so ein Prozess. Hafte ich an. Ne? Bin ich in der Anhaftung. Und dann war eben auch so mit YouTube, bin ich da auch in der Anhaftung. Was ist, wenn das YouTube nicht mehr funktioniert, gibt ja diese Problematik, dass vielleicht nächstes Jahr Deutschland mal Probleme hat mit YouTube und so weiter. Was ist, wenn das alles untergeht? Klar, ich habe mir jetzt ein paar Standbeine nebenbei aufgebaut, mit den Büchern, mit meinen Offline-Seminaren, mit meinen Coachings, mit meinen, was auch immer ich da noch zum Laufen bringen werde, gerade im neuen Jahr. Werde zum Beispiel Offline-Events anbieten für Menschen, die die Idee haben, die Welt zu verbessern mittels YouTube und mittels Social Media. Ich möchte ein paar Insights teilen, ich möchte meinen Weg im Detail teilen, was ich halt so öffentlich bei YouTube nicht machen kann, muss man einfach so sagen. YouTube-Richtlinien sind halt so. Aber im privaten Kreis, in einem kleineren Kreis kann man ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern. Und da möchte ich ja einfach im neuen Jahr ein bisschen offline-mäßig in Leipzig dann Seminare anbieten. Ich habe mir schon Büroräume, also Seminarräume mit Beamer und so weiter angeschaut, was die Kosten an Miete und ja, und ich kann das auch wahrscheinlich recht preisgünstig gestalten. Also ich denke so irgendwas zwischen 30 und 40 Euro für ja, 4-5 Stunden Workshop, was YouTube angeht, YouTube starten und so weiter. Ja, das kriegt man schon irgendwie hin, denke ich, je nachdem wie viele Leute zusammenkommen. Solche Sachen. Und
Ja, und da ist ja nur die Frage, hey, wie hänge ich an YouTube? Und jetzt wird mir das so klar, dass mir, selbst wenn YouTube komplett zusammenbrechen würde, das nächste kommt. Das nächste Projekt. Ich habe in meinem Leben schon so viel gemacht, so komische Dinge. Da ist YouTube nicht mal das Komischste davon. Da gab es schon weit andere Sachen, wo die Leute gesagt haben, da wirst du nicht von leben können. Und abgesehen davon, dass du in Deutschland sowieso immer in ein soziales Netz fällst, bald vielleicht sogar ins bedingungslose Grundeinkommen, wo dann jeder wirklich seinen Weg gehen kann. Aber selbst in der jetzigen Situation ist es so, dass ich habe jetzt auch wieder Arbeitslosengeld 1 Anspruch, theoretisch. Wie gesagt, weiß man nicht, warum ich mir solche Gedanken mache, weil es läuft ganz gut, aber wahrscheinlich einfach so Worst-Case-Szenario, ne? Kann ja sein. Und ja, ich will einfach meinen Weg gehen. Das ist der Grundessenz. Ich will meinen Weg gehen und ich habe nur dann richtig Bock und ich mache nur dann das, wenn ich meinen Weg gehen kann. Wenn ich irgendwie gezwungen bin oder wenn ich irgendwie anhafte, dann kann ich mir vielleicht noch ein paar Jahre durchschleusen, aber dann ist aus. So, und da bin ich auch nicht mehr in dem Alter 20, 25, wo man so wenig Lebenserfahrung hat und denkt dann irgendwie, ja, man muss Karriere machen und so. Ich habe meine Karriere gemacht, ich hatte meine Million auf dem Konto, ich kann ganz ja, relaxed und gechillt durchs Leben gehen, weil ich weiß, was wirklich zählt. Ich weiß, was wirklich zählt und das sind die Menschen. Und das ist, ehrlich zu sich selbst zu sein, ja, seinen Herzensweg zu gehen. Und ja, das mache ich gerade. Ich bin gerade so glücklich. Ich habe ein Dauergrinsen im Gesicht, weil ich weiß nicht, wo es den nächsten Tag hingeht. Und ich fahre einfach und es ist einfach unbeschreiblich schön. Mit dem Wandern mit Chiara damals war ja ähnlich konzipiert. Da war natürlich die Sache, dass man nicht ganz so weit gehen kann, nicht ganz so schnell connecten kann, weil man zu Fuß natürlich eine ganz andere Geschwindigkeit hat als mit einem Auto. Dafür war es natürlich auch, gerade was die Natur angeht, noch intensiver als jetzt. Klar, ich schlafe auch mal draußen, aber ich bin auch im Auto. Ich kann jederzeit Motor anschalten und ja, mich beheizen, wenn es mir zu kalt werden würde, wenn es jetzt noch Minusgrade kommen und so. Das würde gehen, das ist luxuriöser. Aber ich nehme das an, ich genieße das und finde das sehr schön. Und der Gedanke kommt natürlich jetzt wieder, gerade jetzt im Winter. Wenn ich die Wohnung kündigen würde, dann würde ich natürlich noch ein Stück mehr Puffer haben und dann könnte ich mir vielleicht auch mal ein paar Sachen leisten, wie ein Laptop zum Beispiel oder sowas. Also ein Laptop habe ich ja schon, sogar einen, der so ganz gut ist, also Richtung, ich weiß gar nicht, was ist es, ist ein MacBook. Das hat mir die liebe Fanny geschenkt. Ich weiß gar nicht, was ist. Damit kann ich schon sogar Videos auch notfalls bearbeiten. Aber ein Laptop, der halt einfach schneller ist zum Beispiel. Aber der Laptop muss gar nicht mal so sein. Das gibt Sachen, wo ich einfach merke, auch was das Auto angeht, wo es gut wäre, vielleicht so 1000, 2000 € einfach mal in Halde zu haben, wenn mit dem Auto jetzt mal wirklich irgendwas passiert oder sowas. Dann ist das Auto weg und ich kann mir auch kein neues Auto leisten, weil ich hatte das letzte Geld das ins Auto reingepumpt und so weiter. Deswegen wäre es ganz gut, ja, wenn es dann halt schon denkst, aber wenn nicht, dann nicht. Also das klingt jetzt wieder so wie, ja, Geld beruhigt, drauf geschissen, dann laufe ich halt wieder. Oder fahre mit dem Fahrrad, das habe ich noch gar nicht gemacht. Also da gibt es noch sehr, sehr, sehr viele Optionen. Das sind einfach so Sachen, die mir durch den Kopf gehen und die ich jetzt mit euch teile. Ungefiltert. Das ist das Schöne, ein War Samu, dass ihr so ein bisschen einfach ungefiltert ein bisschen was mitkriegt. Ja, glaube ich, habe roten Faden verloren. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Gerade zum Abendessen eingeladen wird und gab Kartoffeln und Rosenkohl. Ja, gekocht. Ich habe eine Food Diary jetzt gemacht. On the road wollte halt ja, versuchen mit Sprossen und mit allen drum und dran durch die Woche zu kommen, also rohköstlich und so weiter. Ja, total gescheitert, weil die Sprossen wachsen draußen nicht in der Kälte. Ich kann es vergessen. Aber das seht ihr dann in Food Diary. Ich werde es trotzdem noch zu Ende machen. Wir abends dann oft eingeladen von Menschen zum warmen Essen. Jetzt wie gesagt Kartoffeln, Rosenkohl. Ja, aber trotzdem bin ich ganz zufrieden mit meiner Ernährung, wie es halt so on the road klappt. Ja. Aber es wird keinen Bericht geben in dem Sinne. Das
jetzt, das ist einfach, weil ich jetzt mal ein bisschen Ruhe finde, mit euch zu reden. Und ja, mehr wird es da gar nicht geben, außer jetzt vielleicht so den einen oder anderen kleinen Eindruck. Ja, wer da ein bisschen intensiver Bescheid werden will, der muss einfach auf Facebook, Instagram mir folgen. Natürlich fast jeden Tag, glaube jeden Tag was posten noch, wo ich bin und wie es mir geht. Und wer da Interesse hat, mich vielleicht auch zu treffen, dass ich mal vorbeikomme bei ihm. Ein paar Adressen habe ich ja noch von damals, von meiner Wanderung. Naja, sehr schön ins Bettchen gehen aus. Ist total schön ins Bettchen gehen. Ja, das weiß man dann wieder zu schätzen, wenn man dann hier im Warmen, im Winter schläft und das lässt dann auch die Glückshormone in den Kopf steigen. Ja. Gut, okay. Dann freue ich mich, das auch mal rausgelassen zu haben. Nochmal per Video an die Menschen, die jetzt eben bei Facebook, Instagram mich nicht verfolgen und ja, die vielleicht das ein oder andere Video jetzt in Zukunft sehen werden, was nicht von zu Hause gedreht ist. Ich habe ein paar Videos wieder ja, vorproduziert und es ist auch total schön, jeden Tag trotzdem online sein zu können und egal wo ich bin, Auto oder ja, Zelt oder wo auch immer, im Bauwagen, da einfach ja, per Handy eure Kommentare zu beantworten und zu schauen, was halt abgeht. Und das habe ich manchmal gar nicht so vor Augen, was ich eigentlich für eine Qualität im Leben haben könnte, wenn ich dauerhaft unterwegs bin. Ja, man würde viel mehr Eindrücke haben. Ich merke auch, die Videos, die ich jetzt gedreht habe, die Inspiration, das sind andere, als wenn ich zu Hause. Zu Hause sind das Inspirationen, die klar auch aus meinem alltäglichen Leben kommen. Aber wenn man mehr Menschen kennenlernt und woanders ist, dann sind die Inspirationen auch ein bisschen anders. Und werdet ihr dann auch in den entsprechenden Videos wahrscheinlich feststellen können. Bin sehr stolz zurzeit auf meine Videos. Das sind Videos, ich werde vielleicht sogar von 4 auf 3 Videos gehen die Woche bei War Spirit, weil die Videos mittlerweile wirklich so strukturiert sind, so fett gepackt mit Informationen. Ja, das ist übrigens das Ego, was auch wieder manchmal so kommt. Aber das kann ich auch nicht erwarten, weil ich hatte vor so 4 Wochen oder so, war so ein Cut. Da habe ich von unstrukturierten auf strukturierte Videos. Und viele von denen, die meine Videos kannten, wo es vielleicht nicht ganz so strukturiert war und gemerkt haben, okay, ja, schaue ich mir mal ein Video an, was mich wirklich interessiert, damit ich auch diese Pausen, die ich habe und so weiter oder die ich hatte, da ertragen kann. Dass die jetzt nicht sofort realisieren, boah, der War Spirit hat jetzt total geile Videos und total strukturiert, total viele Informationen. Die mich schauen, die werden es natürlich mitbekommen haben. Und ich hoffe auch einfach, dass ich wieder mehr Menschen erreichen kann mit den Videos, so wie ich sie jetzt neu konzipiere. Und dass halt auch Abonnenten, die ja irgendwann dann gesagt haben, das ist mir zu unstrukturiert oder das ist mir zu wenig Informationen, zu wenig neue Informationen, dass die realisieren, hey, die Videos haben sich ein bisschen geändert. Und ja, und das Ego ist halt ein bisschen, dass ich, ja, dass ich mir wünschen würde, dass das sofort realisiert werden würde, dass man das sieht. Und naja, man muss dann Geduld haben. Aber das ist schön im Alter, da wird man ein bisschen gechillter und ja, kann das. Und hoffe natürlich nach wie vor, dass kommen ja auch immer neue Abonnenten dazu. Jeden Tag so zwischen 5 und 7 neue Menschen auf diesem Kanal, schon seit 5 Jahren. Ist auch so ein Ding, ne? Dass man von Anfang an eigentlich jeden Tag 5 bis 7 Abonnenten bekommt. Das wird nicht weniger, das wird nicht mehr, das bleibt total konstant. 5 bis 7 Abonnenten pro Tag, vom ersten Tag an. Faszinierend. Keine Ahnung, wie YouTube das macht. Interessant ist auch, dass meine Videos von, also mir wird immer angezeigt, wie viel Prozent meiner Videos werden geschaut von Abonnenten und von Nicht-Abonnenten. Und ich habe ja 12.000 Abonnenten. Und meine Videos, die ich rausbringe, täglich, die werden nur von 28% der Abonnenten geschaut. 72% sind Nicht-Abonnenten, die mein Video schauen. Krass, krass. Da macht man sich natürlich Gedanken. Ne? 12.000 Menschen und 28% davon schauen nur das Video. Und 72% finden meinen Kanal, weil YouTube das vorschlägt, die Videos. Aufgrund, muss man dann auch sagen, von den 28%. Weil die das Video schauen, die bestimmen ja dann quasi mit ihrer Watchtime und mit ihrem Kommentar, also natürlich auch den Klicks, dass überhaupt angeklickt wird, darüber, dass YouTube sieht, okay, das Video ist gut oder nicht. Deswegen freue ich mich natürlich auch immer über einen Daumen nach oben. Nicht, weil man das gut findet oder sonst was, sondern weil es halt einfach dem suggeriert, dem YouTube-System, hey, das Video hat irgendwas, was
Ja, was ich gut oder schlecht finde, auch ein Daumen nach unten führt zu einer Erhöhung des Ranking, weil man halt eben ja engaged ist. Man möchte irgendwas, auch jeder Kommentar, der geschrieben wird. Und natürlich, wenn man das Video teilt, das zeigt, glaube ich, aus meiner Erfahrung so YouTube am meisten. Also, wenn ich sehe, dass mein Video zum Beispiel jetzt 10 oder 15 Mal geteilt wurde, dann wird das auch, kriegt das mehr Impressionen, das wird häufiger eingeblendet. Und von daher, also, wer von euch einen Facebook-Account hat oder ja, einen Freund, selbst ein Freund, wenn er das über WhatsApp einem Freund schickt, den Link von meinem Video, dann erkennt das YouTube als Teilen an. Und ja, finde ich, also, wenn ihr da das irgendwie jemanden habt, der sagt, hey, zu dem würde das Thema passen, unbedingt teilen, dann ja, wird das alles höher gerankt. Und für mich ist das aber auch alles so ein bisschen ein großes Spiel. Auch, ich beschäftige mich auch gerne, ich habe ja BWL studiert und da war ja auch die Statistik drin, mit diesen ganzen Markern und Dings. Man muss da ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu sehr den Menschen aus dem Auge verliert. Aber es ist schon interessant zu sehen, wann geht so eine Kurve, da sehe ich genau, wenn ich ein Video habe, wo schalten die Zuschauer ab, wo schalten sie zu? Natürlich nicht jeden einzelnen Datenschutz, aber so das Gros der Zuschauer. Und da gibt es so Sachen, zum Beispiel, wenn man ja, irgendwie sich in ein Thema verrennt oder nicht weiterkommt, dann flacht es halt ab. Und wenn man eben Information nach Information, wenn man schnell redet, bleiben die Zuschauer länger dran, als wenn man langsam redet. Solche Sachen, das ist halt krass. Man darf es halt bloß nicht einfach nur, weil es besser ist, ins Video zu integrieren, weil dann verliert man seine Authentizität oder sein. Und das ist genau das, was ich meine. Man muss da echt vorsichtig sein. Ich will da einfach nur, ja, meinen Herzensweg gehen und zack, einfach so raus, wie ich will. Und natürlich ist es schön, wenn es einen bestärkt, wie zum Beispiel mit dem Schnellreden. Ich habe lange Zeit nicht schnell geredet, weil ich bewusst mich versucht habe, langsamer zu reden. Nicht wegen Statistik, sondern wegen dem Feedback. Bloß, mal ganz ehrlich, über so ein Video kommentieren 30, 40 Leute, so, und das Video schauen 1000 Leute. Und ich habe zu oft die Leute, die kommentieren, priorisiert, anstatt einfach mein Ding zu machen. Und ja, deswegen, ich mache einfach mein Ding. Und genau das jetzt auch mit der Reise. Ich mache einfach mein Ding. Ich reise rum und es macht einfach total Freude. Und das wollte ich an der Stelle einfach mal sagen, dass ihr Bescheid wisst. Und wünsche euch. Kriege ich es über die Lippen? Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest.